Ja, es steht jetzt an die Verleihung des Europäischen Schulmusikpreises 2019. Zum 10. Mal wird dieser Preis verliehen und das hier auf der Musikmesse in Frankfurt, das freut uns ganz besonders. Und es geht ja auch darum, junge Leute zur Musik zu führen. So ist es. Da fängt alles an, bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Die müssen wir begeistern. Und vielleicht haben die dann das Glück, ein Leben lang Musik zu machen. Schön, dass wir dir über die Schulter schauen können. Nach welchen Kriterien entscheidest du denn? Ja, erstmal nach dem, was mir am besten gefällt. Ich bin ein sehr verwöhnter Mensch, was Musik betrifft, bin sehr viel auf Konzerten. Und ich finde das heute sehr schwierig, weil die Bands alle vom Niveau her sehr hoch, also sehr großartig sind. Und wie du siehst, habe ich mir tatsächlich hier ein paar Felder noch offen gelassen, wo ich dann später nachbessern kann, weil ich muss ja mitentscheiden, welche von den Bands die beste sein soll. Was ich sehr schwierig finde. School Jam. School Jam ist jahrelang schon unser Partner, macht so Laune zu sehen, wie die Schülerbands immer professioneller werden, immer stärker werden, gewinnen ja dann am Schluss sogar einen Festivalauftritt. Das ist wirklich toll, kann man nur jedem empfehlen, da nochmal zu gucken, wo die Stars von morgen herkommen. Wir haben mehrere Kategorien aufgebaut, die unterschiedlich schwerwiegend sind. Das heißt, wir gehen von Gymnasium über Realschulen, allgemeinbildende Schulen, die wir abdecken wollen, um genau dort entsprechend Musikunterricht anzubieten. Und so ein Preis gibt schon ein bisschen Auftrieb. Auf jeden Fall. Also wir wollen natürlich diejenigen fördern und fordern auch, sich Gedanken zu machen, wie kann der Schulmusikunterricht noch interaktiver, noch besser, noch gemeinschaftlicher gestaltet werden, praxisnah, sodass die jungen Leute möglichst viel für ihr Leben mitnehmen. Wie ist denn das Reglement bei dieser Geschichte? Also der Preis wird verliehen vom SOM, von der Society of Music Merchants, ein Verband der Musikinstrumentenhersteller. Natürlich werden die Preisträger vorher angesprochen und informiert. Ja, vielen Dank, lieber Daniel, sehr geehrte Damen und Herren. Was für einen Preis habt ihr denn überhaupt bekommen? Europäischen Schulmusikpreis. Europäischen Schulmusikpreis. Cool. Also dann hat ja eure Lehrerinnen eigentlich bekommen oder euer Lehrer, ne? Ja, unser Lehrer. Wie heißt der denn? Herr Müller-Schmidt. Ist ja cool? Ja.